Hallo, du wundervoller Mensch, du Weltwunder. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier in unserem Weltwunderformat. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt zum dritten Mal den Klaus Köppe hier habe. Er hat so einen großen Wissensschatz und wir reden heute über traumhafte Themen. Denn der Klaus hat irgendwann mal begonnen, ne? Irgendwann hast du mal begonnen zu träumen. Zu träumen habe ich sehr früh begonnen. Zu träumen und hast dann gedacht, ach, das ist so schön, ich befasse mich mal mehr mit den Träumen. Wir gehen jetzt in der nächsten halben Stunde darauf ein und ich freue mich total, dass du da bist und dass du einfach mal mit uns über dieses Thema sprichst. Wir hatten ja über Symbole schon mal gesprochen und über die Sprache. Also Krankheit als Sprache genau, der Seele. Genau, richtig. Haben wir auch gehabt. Genau. Und jetzt fügt sich das alles zusammen. Und jetzt sind wir beim Traumhaften angelangt. Da sind wir. Sag nochmal für diejenigen, die dich überhaupt nicht kennen, ein paar Sätze zu dir. Ich bin geboren zur Wintersonnenwende 1959, also bin jetzt 61 Jahre. Bin seit fast 30 Jahren als Lebensberater, Seminarleiter und Coach tätig. Und habe mit 16 angefangen, mich mit Traumdeutung zu befassen. Ich war immer ein bisschen anders als die anderen, bin ich heute noch. Und hatte nicht so viel Lust, mit anderen rumzuhängen. Und habe dann in der Bibliothek meiner Mutter das Traumbuch von Sigmund Freud gefunden, von 1905. Damit hat er so seinen Durchbruch als Traumdeuter gehabt. Und habe davon nicht viel verstanden, aber ein bisschen. Und das war der Beginn. Und seit dieser Zeit deute ich Träume. Und alles, was danach kam, Symbole, Krankheiten, hat sich daraus entwickelt. Also der Traum, also es hat dich fasziniert, was Freud deutet. Und das war dann die Grundlage für deine Traumdeutung? Na, das war der Start, ja. Ich habe erstmal so angefangen, wie Freud es selber gemacht hat, von der Technik her, und habe dann das ein bisschen ausgeweitet für mich. Habe natürlich auch mehr gelesen, aber habe vor allen Dingen meinen eigenen Zugang gefunden. Wie sieht dein eigener Zugang aus? Der sieht so aus, dass ich von Anfang an versucht habe, keine Ideologie zu benutzen. Das heißt, die haben ja alle Schulen. Sigmund Freud hat eine Schule, C.G. Jung hat eine Schule und andere Psychologen haben auch eine Schule. Und es ist so, dass die Träume, dass Menschen immer schon geträumt haben und Träume immer schon in jeder Kultur eine große Bedeutung hatten. Und bis so zum 18., 19. Jahrhundert, bis Freud eigentlich kam, waren die Träume ausschließlich spiritueller Natur. Das heißt, sie wurden spirituell gedeutet als irgendwas Übernatürliches, göttliche Wesen sprechen mit uns oder Dämonen, irgend sowas. Und seit Freud wurde es dann nur noch psychologisch gedeutet, bis heute. Und das war mir beides zu schwarz-weiß. Und ich habe mich einfach darauf eingelassen. Ich habe gesagt, ist interessant, ich habe jetzt eine Art, damit umzugehen und guck mal, was da kommt. Der Traum hat mich belehrt. So rum. Du hast gerade was Interessantes gesagt, da kam mir gleich die nächste Frage. Träumen die Nationen auf unterschiedlichen Kontinenten, träumen die unterschiedlich im Kollektiv? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, vielleicht ist deinen Zuschauerinnen und Zuschauern doch schon bekannt, die Theorie von Sigmund Freud, vom kollektiven Unbewussten. Und so hat tatsächlich, auch nach meiner Erfahrung, jegliche Kultur einen eigenen Fundus an Symbolen. Wie zum Beispiel die Asiaten oder die Indianer oder die in Afrika, die haben natürlich auch ganz andere Tiere zum Beispiel, die bei uns eigentlich gar nicht vorkommen. Wir sind ein Afrika-Fan und lieben Elefanten oder was. Dann kommt vielleicht auch mal ein Elefant in unseren Traum. Aber normalerweise sind zum Beispiel Tiersymbole kulturbedingt. Okay, klar, dass ich jetzt hier weniger vom Elefanten träume als in Afrika, ist vielleicht klar. Okay. Was sagen denn die Träume über dein, mein, unser Leben aus deiner Sicht? Na, die Träume sagen das Wesentliche über unser Leben aus, nämlich das, was uns unserem Bewusstsein, unserem Tagesbewusstsein verborgen ist. Die Träume kommen aus einer Quelle, die Psychologie das Unbewusste nennt, jedenfalls die meisten Träume. Und ich nenne das Urtümliche. Und das meiste davon ist tatsächlich verdrängtes Material,
Aber weit darüber hinaus ist der Traum aus meiner Sicht ein Zugang zu ganz verschiedenen Dimensionen, zu denen unser Bewusstsein, unser Tagesbewusstsein keinen Zugang hat. Und darum ist der Traum eine unglaubliche Bereicherung in ganz verschiedene Bereiche hinein, nicht nur in die Psychologie. Was gibt es denn da für Träume? Was träumen wir denn so? Ich meine, ich träume auch, weiß ich, so Alltagskram, wo ich dann irgendwelche Zettel aufräume oder Infusionen lege oder quasi den Dickdarm spüle. Genau. Das auch noch. Welche Traumarten haben wir denn da so? Also diese Träume, die du gerade beschreibst, dafür brauchst du mich ja nicht und auch keine Hilfe. Die kommen, sagen wir mal, aus meiner Sicht des Menschen aus dem Unterbewusstsein. Das heißt, es ist nicht so weit weg, es sind Alltagsträume. Schwieriger wird es dann mit den Träumen, die du nicht verstehst und die trotzdem eine große emotionale Energie haben. Du wachst auf und denkst, wow, was war denn das? Krass, und bist vielleicht durch den Wind, aber kannst es dir nicht erklären. Und diese Träume, die haben eine große Bedeutung. Und Traumarten gibt es alle möglichen Träume. Ne? Es gibt die meisten, die wahrscheinlich die Leute, die jetzt gerade zugucken, kennen, die Albträume. Die haben sozusagen die stärkste Energie, Psychoenergie. Ne? Wenn ich einen Albtraum habe, dann ist auf Deutsch Kacke am Dampfen. Da ist was ganz, ganz Energievolles, was unbedingt in mein Bewusstsein steigen möchte, aber in der Regel nicht darf. Und darum ist es so angstbesetzt, nicht? Weil ich vor dieser Nachricht, vor dieser Botschaft, vor diesem Wissen Angst habe. Aber es gibt eben über die sogenannten Großträume. Großträume sind Träume, die kommen ganz selten im Leben, 2, 3 vielleicht, wenn wir Glück haben. Die kommen oft in Situationen, wo es um große Veränderungsprozesse, Reifungsprozesse geht. Und die werden wir nie vergessen. Die haben so eine Gewalt und so eine Bildgewalt, Energie, dass wir die müssen wir nicht aufschreiben. Die kannst du noch nach 10 Jahren erzählen. Habe ich auch. Genau, hat jeder Mensch. Ich habe auch so doppelte Träume, also die sich immer wiederholen. Ja, dazu noch was. Wiederholungsträume. Ja. Wiederholungsträume, die kommen, wenn ein Problem nicht geklärt ist. Dann kommt sozusagen dieser Traum als Wiederholung immer wieder und erinnert dich, da ist ein ungeklärtes Problem, mit dem du dich beschäftigen solltest. Wir hatten das. Ich habe jetzt gerade eine Freundin gehabt, die hat gerade geträumt. Ja. Tsunami, die hat immer wieder Tsunami-Träume. Ist so ein Albtraum. Genau. Wahrscheinlich. Genau. Ich weiß das, meine Mutter hat auch ganz oft vom Tsunami geträumt. Genau, ich kenne das von mir selber auch. Kennst du auch? Klar. Okay. Jetzt nehmen wir ja nicht nur, oder deutest ja jetzt nicht den Tsunami, den Hund, die Katze, das Haus und so weiter, sondern du guckst ja ganz in den Traum. Was ist für dich wichtig? Weil es gibt ja Traumübersetzer, es gibt viele googeln dann ihre Träume und gucken die Symbole da an, was hat das zu bedeuten. Aber wie gehst du daran, um wirklich eine Nachricht, einen Impuls für den Menschen geben zu können? Ich gehe so ran, dass der Schlüssel für die Traumdeutung immer der Träumer oder die Träumerin ist, niemals ich. Ich bin Geburtshelfer. Ja, Hebamme. Ich bin eine Hebamme. Hebamme. Ich bin eine menschliche, männliche Hebamme und mein Job ist, den Traum zu gebären. Schön. Und die wichtigen Inputs kommen immer vom Träumer, von der Träumerin. Darum ist es eine Grundlage von mir. Ich deute niemals fremde Träume, wo der Träumer, die Träumerin nicht dabei ist. Natürlich gibt es kollektive Symbole, die tatsächlich verlässlich sind. Das kennst du ja auch schon von mir. Und das geht ja auch mit den Krankheiten dann weiter und so. Die sind verlässlich. Aber ich rate dringend davon ab, sozusagen solche Bücher zu nehmen oder auch mein eigenes Buch nicht im Sinne von, ich gucke mal nach, was mein Traum bedeutet. Ne? Es gibt diese kollektiven Symbole, sind ein Start. Die sind also wie eine Insel, von der können wir starten. Aber die sind noch nicht selbst die Deutung, sondern die zeigen uns die Richtung. Und entscheidend ist immer das Individuelle des Träumers, der Träumerin, was ihr oder ihm dazu einfällt. Die Lebenssituation. Wir nehmen jetzt mal den Tsunami. Und ist dann wichtig, der Himmel, der blau ist oder welche Stimmung dabei war? Nee. Oder der nur nochmal zum Verständnis, wie so ein Geburtsvorgang aussehen könnte. Also der Tsunami ist sozusagen so kollektiv und so allgemein, dass er als Traumbild erstmal nicht viel hergibt. Individuell.
Das heißt, wenn jemand vom Tsunami träumt, ich habe auch eine Phase gehabt, da habe ich ständig von Tsunamis geträumt. Das deutet erstmal darauf hin, dass ich in einer Krise bin, einer Lebenssituation, wo ich grundsätzlich das Gefühl habe, ich werde vom Leben überrollt, von den Erwartungen, von den Herausforderungen meines Lebens. Ich bin bedroht, ich schaffe das nicht, ich werde weggespült. Aber was genau das ist, gibt der Tsunami-Traum nicht her. Dazu müssten wir mehr Träume haben oder ich müsste viel mehr wissen über das Alltagsleben des Träumers der Träume. Und da wären zum Beispiel dann Krankheiten hilfreich als eine zweite Stimme. Ja, sowas, was hast du denn gerade körperlich laufen? Das wäre natürlich eine super Ergänzung zu sehen, aha, da kommen wir näher. Anders ist es, du hast hier einen Hund, hast vielleicht Hundeträume schon mal gehabt. So, da kommen wir schon besser ran, weil der Hund konkreter ist als der Tsunami. Ne? Da können wir, und dann ist aber trotzdem, das hast du ja auch erlebt, sehr, sehr individuell zu sagen, welche Bedeutung hat jetzt dein Hund in deinem Traum? Und da reicht es nicht, nachzublättern und zu sagen, oh, der Hund, ja, der ist der Mann oder der Vater oder sowas. Das war in deinem Fall auch zu kurz. Und das ist wichtig. Sozusagen, das ist Arbeit. Nicht? Das ist eine Arbeit, an das Innerste unserer eigenen Persönlichkeit heranzukommen. Und das ist nicht mal so, wie heute das alle gerne möchten. Oh, wir blättern mal, ich gucke mal bei Google nach. Mach das bloß nicht. Das ist vielleicht ein Start, aber kommst du von Pontius zu Pilatus und irgendwann weg von dir. Ich habe gerade so das Gefühl, die Menschen träumen im Moment sehr. Seitdem ich mal auf deinem Vortrag war und auch auf dem Traumseminar war, achte ich natürlich viel mehr drauf und stelle auch diese Fragen. Schön. Ja, ob Träume, ob sie viel träumen oder einige kommen von sich aus und erzählen das. Gibt es jetzt gerade so einen kollektiven Schwung oder so? Also ich habe so das Gefühl, es wird viel mehr geträumt. Okay, das kann ich jetzt selber nicht beurteilen, weil zu mir, da ich ja aufgehört habe zu arbeiten, im ganzen letzten Jahr, glaube ich, niemand einen Traum von mir gedeutet haben wollte. Was ich mir aber vorstellen kann, ist jetzt mal so ins Blaue geredet, ist die Situation, in der wir im letzten Jahr waren, als Corona-bedingt, dass doch viele Menschen auf sich selbst zurückgeworfen waren, auch sozial und sich mal mit sich beschäftigen mussten, weil sozusagen diese Ablenkungen nicht mehr so funktioniert haben. Und das könnte natürlich einen Impuls haben, Dinge hochzubringen, die vorher überlagert waren durch Ablenkungen, Oberflächlichkeiten, viel, ich bin unterwegs, aber nicht bei mir. Ja, das ist nur eine Idee. Das ist eine Idee, auf jeden Fall. Gibt es Erfahrungen, also hat dich jemand oder ja, eine Person schon mal, also dir so ein Feedback gegeben durch deine Traum-Hebammenarbeit, dass sich das auch völlig überwältigt hat? Gibt es da irgendein Beispiel? Du sagst, boah, ja, also das war wirklich großartig. Also es gibt ganz viele Beispiele, die waren aber meistens dann doch immer ein bisschen erschütternd. Das hast du vielleicht auch mal erlebt, was das bedeutet, ein unbewusstes Problem von einem Moment zum anderen zu offenbaren. Das erschüttert erstmal. Und diese Erschütterung habe ich immer und immer wieder erlebt, ja. Na gut, ich meine, wir wollen ja auch weiterkommen. Also Menschen, die sich mit Träumen beschäftigen, mit sich selbst beschäftigen, die immer wieder Themen haben, die immer wieder an den gleichen Punkt ihres Lebens kommen. Wir müssen ja auch irgendwann mal durch dieses Nadelöhr hindurch. Nee, müssen wir nicht. Wir können eben krank werden, weil wir das verweigern und sogar sterben. Okay, ja, ist auch eine Lösung. Verstehst du? Darum, wir müssen das nicht. Hast du recht. Und das sollte jedem klar sein, dass der Traum ist wie, du machst mit dem Darm Arbeit. Ja. Und der Traum ist nichts anderes als Verdauung, jedenfalls im größten Teil. Er ist nicht alles nur Verdauung, aber er ist zum großen Teil Verdauung. Und gut zu träumen und mit den Träumen zurechtzukommen, bedeutet Selbsterkenntnis und damit Verdauen von eigenen Verarbeiten, von eigenen Problemen. Und dann irgendwann auch loslassen. Und dann hört der Traum auch auf. So eine Reihenträume, Albträume, die hören natürlich auf, wenn mir das bewusst ist. Sondern das Nadelöhr ist immer hier oben, das ist immer unser Bewusstsein. Da unten ist kein Ausgang. Das heißt, der Traum hat keine Möglichkeit, sich zu entladen, ohne dass das Problem gelöst ist. Das Problem will immer in unser Bewusstsein.
Darum dann diese andrängende Energie beim Albtraum, nicht? Jetzt will ich mich zeigen. Komm, jetzt hör mir zu. Ich sage, nee, ich höre dir nicht zu. Nee, ist mir zu gefährlich. Ein Satz. Ja. Ich habe keine größere Angst unter Menschen gefunden, als die vor der eigenen Wahrheit. Ich habe keine größere Angst gefunden, als die vor der eigenen Wahrheit. Und das ist ein Grund, warum ich relativ wenig Traumdeutung habe. Weil Menschen, glaube ich, die Ahnung haben, oh Gott, wenn ich mich dem stelle, dann erkenne ich was von mir, wovor ich ganz große Angst habe. Ach, die Menschen lieben dich. Das ist ganz toll. Es geht nicht um mich, es geht um diese Wahrheit. Ich glaube, wir wollen immer mehr die Wahrheit auch. Ich weiß, dass du das glaubst. Ich glaube es nicht. Es gibt so viele Menschen, die Wahrheit haben. Nein, die Menschen hassen die Wahrheit. Ah, okay. Guck dir doch unsere Welt an. Jeder weiß, dass wie wir leben, uns kaputt machen. Und es geht immer so weiter. Die fliegen weiter, die fahren weiter Auto, die benutzen Plastik. Verstehst du? Erzähl mir bloß nicht, dass die Leute die Wahrheit wollen. Nein, die Wahrheit ist unbequem, die verlangt Veränderungsprozesse. Ah. Und der Traum, der zeigt mir das. Der zeigt mir, was ist denn jetzt dran? Ich finde den Traum super. Weil es ich auch. Etwas, unsere Seele spricht zu. Auf jeden Fall. Und es ist so, es könnte einfacher sein, wenn wir darauf hören. Definitiv. Wenn wir ihn sehen wollen. Unbedingt. Wenn wir ihn angehen wollen. Ja, und heilsamer, nicht? Ja. Wir würden natürlich viel mehr Heilungsmöglichkeit dadurch haben. Ja. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass das die Menschen viel kürzere Wege gehen. Ich meine, der Weg kürzer geht es ja gar nicht. Genau. Ich kenne keinen besseren Weg. Ja, ich meine, wenn sie dann mit einer Krankheit zu kommen, dann ist es ja, oh, mach immer weg. Mhm. Oder, genau. Ne, was gibt es dagegen? Ja. Was kann ich tun? Richtig. Ist ganz ähnlich. Ja, hast du recht. So, ne, ist dann von außen irgendwas draufgepackt, aber im Grunde genommen ist das eigene, die Wahrheit. Mhm. Das ist wie bei dir. Die Leute kommen bei dir mit dem Darm und wenn sie aber das eigentliche Problem, was die Darmkrankheit erzeugt hat, nicht klären, dann müssen sie immer wieder kommen. Das will ich nicht. Naja, aber darum geht es. Und so ist es beim Traum auch. Ja, ja. Nicht? So, okay, die träumen was und ich helfe ihnen. Aber dann artet es in einer Art von Arbeit aus. Nicht? Die muss nicht immer ganz doll sein, aber es ist... Das Größte ist der Schock. Das ist das Größte, der Schock. Das ist ja, oh Gott, das... Nee. Die größte Blockade in der Traumdeutung ist die Bewertung. Das ist die allergrößte Blockade überhaupt, die Bewertung. Ah, okay. Zum Beispiel, ich habe jetzt von irgendwas Sexuelles geträumt und werte das dann gleich. Ja, sexuell würde vielleicht noch gehen. Überhaupt, die Leute haben ein Selbstbild und das wollen sie in jedem Fall nicht ruiniert haben, das wollen sie nicht verändert haben. Sie schminken sich, guck die Leute an. Die wollen Status und so. Ja. Wir wollen alle irgendwie schick und da sein. Aber im Grunde genommen steckt dahinter ganz oft viel Unsicherheit. Und wenn dann einer kommt und sozusagen das wegzieht, das ist das Schlimme, diese Bewertung. Und darum liegt mir so viel daran, den Menschen zu vermitteln, das Leben ist so. Das Leben ist nicht gut und schlecht, richtig und falsch. Leben ist viel mehr. Und alles funktioniert über die Annahme. Alles. Und wenn die Annahme nicht funktioniert, funktioniert gar nichts. Dann zeigt sich auch nicht das Bild, dann zeigt sich auch nicht der Sinn eines Traumes. Und selbst wenn ich erstmal schockiert bin, dann ist die eigentliche Arbeit, das anzunehmen, ist gar nicht so die Veränderung. Nimm das erstmal an. Mit allem. Nimm es erstmal an. Es ist so. Es ist, wie es ist. Danke, dass du da bist. Gerne. Auch der Traum. Ja. Also ohne Wertung. Ach so. Ja, genau. Schön, dass du da bist. Ja, aber das ist eben die große Schwierigkeit. Denn wir leben in einer Welt, wo sich die meisten Menschen irgendwie versuchen zu verstellen, anzupassen, damit sie funktionieren, damit sie angenommen werden, damit sie Anerkennung kriegen. Und der Traum, der grätscht dazwischen. Und das ist ein Problem. Und der verlangt schon eine gewisse Souveränität von mir, zu sagen, okay, das bin ich auch, holy... Wollte ich nicht so gerne, aber nehme ich an. Und dann entspannt sich das System. Das klingt sehr logisch und einfach, was es nicht ist. Ich habe den Prozess selbst durchgemacht mit einem Traum, der mich sehr beschäftigt hat. Ein kurzer Traum.
Und ich war völlig überrascht, was da rauskam. Ja. Ja, weil ich natürlich auch gesagt habe, okay, wenn ich von dem Hund träume oder der Rakete oder dem Balkon oder was weiß ich, ne? Dann hat das eine, ich habe rein mir das so selbst zusammen, aber dann kam ein komplett anderes Ergebnis raus. Fantastisch. Ja, wirklich fantastisch. Aber es hat dich geschleudert auch. Ja, es hat mich geschleudert. Ich kann aber mit Schleudern umgehen. Ja, aber darum geht, diesen dazu bereit zu sein, okay, da könnte was kommen, was ein bisschen anders ist, als ich mir es vorstelle. Ja, total. Na? Weil was ich will mich auch freimachen von Vorstellungen. Was weiß ich denn schon? Alles. Nur weil mein Hirn glaubt, das soll so sein, oder ich wünsche mir das, und wenn das nicht, nee. Es ist alles möglich und ich möchte Heilung. Das ist genau das. Und ich bin ja hier auch angetreten mit in der Praxis, weil ich auch möchte eine Geburtshelferin sein. Machst du, ne? Machst du. Genau. Was heute, finde ich, erschwerend dazu kommt, ist dieser Perfektionismus, den die Menschen haben. Ich rede mit Leuten und alles ist super. Wie geht's denn dir? Super. Oh, perfekt. Überleg mal, wie oft die Menschen das Wort perfekt benutzen. Und dahinter steckt natürlich ein Programm, ein unterbewusstes, kollektives Programm. Wir müssen irgendwie alle perfekt sein, wir müssen auch nach Perfektion streben, wir müssen immer uns verbessern. Und das ist der totale Bullshit. Und das ist entgegen von dem, was der Traum uns zeigt. Der zeigt, oh nee, wir sind imperfekt. Wir sind lebendige Wesen und Leben ist nie perfekt. Perfekt ist ein Todeswort. Ne? Also das heißt vollendete Gegenwart, das heißt finito, keine Entwicklung mehr. Aber solange wir leben, entwickeln wir uns immer. Und die Einstellung erschwert sozusagen die Kollektive, die den Leuten gar nicht bewusst oft ist. Die meinen es nicht böse. Sie sagen, oh, perfekt, das ist toll. Ja, wie geht's dir? Super geht's mir. Ja, scheiße, mir geht's nicht super. Mein Traum zeigt mir, ich habe Albträume. Mir geht's in Wirklichkeit nicht super. Und das zuzuhören, oh Gott, ich habe einen Makel. Oh, das ist mir jetzt aber peinlich. Das ist das eigentliche Problem der Traumdeutung. Alles andere ist easy. Okay. Kollektiv noch einmal. Was sind denn so kollektive Träume? Kollektive Träume? Mhm. Kannst du das ein bisschen konkretisieren, deine Frage? Du hast doch ein Buch geschrieben, mehrere Bücher geschrieben, über die Märchen. Ach so, die Märchen. Ja, die Märchen sind kollektive Träume, und genau. Das finde ich total interessant. Da hast du recht. Dass die Grimms Märchen, die Grimms Märchen oder andere auch? Auch andere. Mhm. Aber mir geht es vor allem um die Volksmärchen. Ja. Da komme ich nochmal zu C.G. Jung mit seinem kollektiven Unbewussten, dass eben bestimmte Probleme, die wir im Leben haben, kollektiv sind. Das heißt, die betreffen nicht nur uns, weil wir irgendwas falsch gemacht haben, sondern die gehören zum Gang des Lebens, zu Entwicklungsprozessen, zu Veränderungsprozessen. Und da sind die Märchen. Die Märchen sind nichts anderes als kollektive Träume, die, wenn wir genau hingucken, schon auch bestimmte konkrete Problemlagen behandeln, aber eben uns auch beruhigen können. Die kommen aus derselben Quelle wie unser individueller Traum. Und die sind auch mit denselben Symbolen bestickt wie unser individueller Traum. Genau dieselben. Die Katze, der Hund, die Vögel in sieben Raben und was weiß ich, die Hexe. Wir haben all diese Symbole wie im individuellen Traum. Genau im Märchen. Selbe Quelle, ja. Und ich finde das dann heilsam, Wenn ich sozusagen mein eigenes Schicksal plötzlich wiederfinde und denke, Mensch, Millionen Leute vor mir hatten ein ganz ähnliches Schicksal. Bin nicht bekloppt, habe was falsch gemacht, sondern aha, ich bin auf einem bestimmten Lebensweg. Die Märchen sind ja sehr traurig im Grunde genommen. Dahinter steckt ja auch eine Wahrheit. Auf jeden Fall. Ja, und das ist schon traurig, wie viel Missbrauch und wie viel Übergriffe im Grunde genommen auch über die Träume in unser Bewusstsein kommen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wie heißen deine Bücher? Also du hast ja oder ein besonderes Buch. Also jetzt das für Märchenbuch. Das Märchenbuch heißt Märchenstunde für Erwachsene, was die Grimmschen Märchen uns wirklich erzählen. Und da können wir einfach lernen, dass diese Grimmschen Märchen eben wie Träume funktionieren und uns zeigen, dass das Leben eben so eine Dinge immer wieder schon seit Jahrhunderten bereithält für uns. Herausforderungen, Dramen,
aber eben auch Lösungen. Und das finde ich dann wieder positiv an den Träumen. Ja, stimmt. Es gibt Lösungsmärchen. Es gibt in den meisten Märchen Lösungen, ja. Okay, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wer da mal reinschauen möchte, ich schreibe auch gerne mal den Buchtitel drunter. Und du hast ja noch ein Buch hier. Ja, das ist das Traumbuch. Das ist das Traumbuch. Ja. Wo du dann auch noch mal deutlich machst, wie du damit umgehst. Genau. Wie wir die Symbolik an sich auch werten können und nicht werten, oder? Einschätzen. Einschätzen ist besser. Genau. Verstehen können. Mhm. Ja, aber wie gesagt, für Anfänger ist es ein bisschen schwierig, den eigenen Traum zu deuten. Aber ich möchte trotzdem jedem Mut machen dazu, weil es ein unvergleichlicher Weg ist zur eigenen Wahrheit. Ich kenne, ehrlich gesagt, keinen besseren, direkteren, interessanteren. Selbst die Krankheit ist auch ein Weg, darüber haben wir hier schon gesprochen, aber der Traum ist halt noch konkreter. Und darum finde ich ihn noch besseren Zugang zu den verdrängten, unbewussten Inhalten. Aber ein Satz noch, es ist eben weit darüber hinaus, es sind nicht nur die psychologischen Inhalte. Und das ist mir sehr wichtig. Sondern wir darüber hinaus können wir mit anderen Dimensionen kommunizieren in unserem Traum, mit Verstorbenen, mit anderen Wesenheiten, die nicht zu unserem bewussten Leben gehören, aber trotzdem zu unserer Realität. Und das finde ich eben auch extrem interessant. Also das hat den Traum für mich noch viel interessanter gemacht als nur die Psychologie. Gibt es da ein Beispiel? Natürlich, also es gibt ganz viele Beispiele. Also ein sehr allgemeines Beispiel ist, dass Verstorbene in unseren Traum kommen können. Und zwar hauptsächlich nur in unseren Traum, weil wir in unserem Alltagsbewusstsein die meisten Menschen Tote nicht sehen können. Aber im Traum ist es vielen Toten möglich, in unser System zu kommen. Und das haben ganz viele erlebt. Jemand stirbt und du träumst nachts von dieser Person, ganz in Schwarz und hat sich verabschiedet und wachst auf und weißt, oh ja, da ist jemand gestorben. Als Beispiel. Very common, sehr, sehr allgemein. Während Kriegszeiten, jede Familie kann so eine Geschichte erzählen, wenn jemand an der Front gefallen ist oder so, jede Familie. Das sind Phänomene, die weit über Psychologie hinausgehen und die völlig allgemein sind. Wir können Reisen machen, wir können, was auch sehr allgemein ist, wir verlassen unseren Körper öfter mal. Wir können tatsächlich reisen, richtig reisen. Das heißt, unser Geist verlässt den Körper und wir können andere Orte besuchen, andere Dimensionen besuchen. Wir können fliegen, das haben ganz viele schon geträumt und denken, das ist alles nur Quatsch, aber manche ist es nicht nur Quatsch, wir können wirklich unseren Körper verlassen, kommen wieder. So eine Sache. Hast du die Erfahrung schon mal gemacht? Ja, ganz oft. Ganz oft. Können wir sowas trainieren oder kommt das einfach? Ja, also ich habe es jetzt selber nicht trainiert, aber das kommt einfach. Aber es gibt zum Beispiel, in meinem Traumbuch zitiere ich da einen, der das trainiert hat, der hat darüber ein Buch geschrieben, total interessant, der ist der Meinung, jeder kann das üben. Ich bin dem ganz sicher, ich habe jetzt nicht so viel Zeit drauf verwendet, aber es passiert eben ab und zu mal, dass wir reisen. Auch glaube Menschen, die jetzt vielleicht das noch nie in ihrem Weltbild hatten, wenn sie sich genau erinnern, sagen, ja stimmt, habe ich auch mal erlebt. Ja, sowas. Ich finde, wir sind einfach so wundervolle Wesen. Wir sind mit allem verbunden, nicht? Und unser kleines Alltagsbewusstsein ist sozusagen der kleinste und schwächste Teil unserer Persönlichkeit. Und da, wo der Traum herkommt, das ist sozusagen der größte, der umfassendste Teil. Verstehst du? Und damit sind wir über den Traum mit den ganzen Kräften des Universums ganz anders verbunden als mit unserem Tagesbewusstsein. Das geht nicht. Unser Tagesbewusstsein konstruiert immer etwas. Aber unser Urtümliches nicht. Da sind wir mit allem verbunden. Auch wenn wir es manchmal nicht wollen. Aber es ist so. Wir sind verbunden. Ja, wir sind verbunden. Und wir können das eben auch kultivieren ein bisschen über den Traum. Indem wir den Traum kultivieren. Wollen wir nochmal so einen Vortrag machen? Na klar, gerne. Wunderbar, machen wir nochmal einen Vortrag. Vortrag hier nochmal in der Praxis, dann fangen wir wieder mit an. Schön. Muss mal gucken, schön. Ob Leute da Interesse haben, dann ja, bin ich da. Total. Das planen wir jetzt einfach mal. Gut. Genau, sehr, sehr schön. Ich finde es super, dass du uns einfach mal so einen Einblick gegeben hast, ohne dass wir jetzt einen Traum gedeutet haben.
Und ich freue mich natürlich, wenn du auch einiges mitgenommen hast, liebes Weltwunder. Und wenn du Fragen hast, kannst du dir total gerne reinstellen, diese Fragen. Ich leite die super gern an den Klaus weiter. Und wenn du mal Freude hast oder wenn du genau jetzt spürst, oh ja, da ist ein Traum, der immer wieder anklopft und du möchtest jetzt auch mal die Wahrheit erfahren, kannst du dich gerne auch an Klaus wenden. Das geht alles über die Manu. Genau. Manu hat alle meine Daten und du machst es, ne? Und leitest es. Sozusagen. Ja. Manu macht es. Genau. Dann Klaus. Ja. Dann war es das jetzt. Ja, schön. Dann danke ich dir für dieses traumhafte Gespräch. Ich danke dir für die Einladung. Und ich wünsche dir einen traumhaften Tag weiterhin. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald.